In diesem Kurs werdet ihr lernen, wie ihr die Dokumentation eurer Software oder App mit selbst erstellten, professionellen Videos aufwerten könnt. Damit ihr nicht mit falschen Erwartungen in den Kurs geht oder erwartet, mit Videos all eure Probleme lösen zu können, werde ich euch nun die Vor- und Nachteile von Videos überblicksartig vorstellen. Das Ziel dieses Kurses ist, euch zu vermitteln, dass Dokumentationen durch Videos nicht ersetzt, sondern ergänzt werden sollen. Daher die Frage: Was ist der Reiz an Videos? Und wieso sollte man Videos überhaupt einsetzen? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Diesen bekannten Ausspruch hört man immer wieder. Gemeint ist damit die hohe Informationsdichte von Bildern und somit auch Videos. Und da muss was dran sein. Nicht umsonst sind Erklärvideos die am meisten gesehene Videokategorie auf Online-Videoplattformen. Besonders Einsteiger bekommen so unmittelbar einen Eindruck von dem präsentierten System. Als Videoersteller könnt ihr so eure Endnutzer an die Hand nehmen und durch eure Software führen, ihnen die wichtigsten Funktionen zeigen und so den Einstieg immens erleichtern. Die Cognitive Load-Theorie unterstützt diese Aussage. Laut dieser Theorie führen, vereinfacht ausgedrückt, viele Informationen zu einer Überforderung. Der Informationsgehalt eines nur einminütigen Videos ist vergleichbar mit bis zu 1,8 Millionen geschriebenen Wörtern. So viel Text will kein Nutzer lesen, bevor er ein Programm benutzen kann. Ohnehin lesen nur etwa 20% der Endnutzer Text aus Dokumentationen. Videos hingegen sind informativ und unterhaltsam und vor allem ermöglichen sie einen direkten Blick in das System. Angepeilt werden sollte eine Videolänge von etwa 1 bis 3 Minuten. Das kann, je nach Komplexität, problemlos auf 3 bis 5 Minuten erweitert werden. Zu lange Videos sind hingegen auch unattraktiv, da die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne dafür nicht ausreichend groß ist. Aber Videos sind auch kein Allheilmittel. Mit Videos können zwar viele Funktionen und Sachverhalte erklärt und Software präsentiert werden, man sollte aber auch nicht die Produktion der Videos außer Acht lassen. Videos sind aufwendiger zu produzieren als Text. Der Aufwand kann reduziert werden, wenn bereits gute Textvorlagen vorliegen, zum Beispiel aus einem Softwarehandbuch. Auch wird man mit der Zeit besser und schneller in der Videoproduktion. Nichtsdestotrotz müssen Texte geschrieben, überprüft, eingesprochen und nachbearbeitet werden. Videos werden geplant, geprobt, aufgezeichnet und geschnitten. Das nimmt natürlich Zeit und Ressourcen in Anspruch. Dafür rentiert sich dieser Aufwand aber häufig. So hat die Einbettung von Erklärvideos auf der Dropbox-Homepage die Konversionsrate 2012 beispielsweise um 10% gesteigert. Hier wird die Nutzerperspektive interessant. Es kann vorkommen, dass sich Nutzer von Videos nur berieseln lassen und nichts lernen. Wer aber einen Blick in die Dokumentation wirft, hat auch den Anspruch, ein Problem zu lösen oder etwas über die Software zu lernen. Videos an geeigneten Stellen ergänzend zu textuellen Anleitungen einzubringen, erscheint hier nach einem guten Kompromiss. Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Videoform ersetzen nicht die eigenen Erfahrungen. Sie zeigen aber präziser, wie das System bedient wird und ermöglichen einen einfacheren Einstieg in eine neue Umgebung. Sie sind ganz einfach anschaulicher als Text. Das liegt auch besonders am Zeitbezug. Nutzer bekommen den Ablauf des Systems besser veranschaulicht, als es mit einer reinen Textanleitung möglich wäre. Die Aufmerksamkeit der Nutzer kann besser gesteuert werden. Zusätzlich können Videos pausiert, vorgespult und zurückgespult werden, sodass jeder Nutzer in seinem individuellen Tempo lernen kann. Ein Problem kann jedoch sein, die passende Stelle im Video zu finden. Besonders Experten, die eine ganz bestimmte Eigenschaft oder Funktion suchen, nutzen gerne Suchfunktionen und Steuerung F, um gleich zu einem bestimmten Schlagwort zu springen. Das lässt sich durch Videos nicht so effizient lösen. Durch das Setzen von Tags oder die Einbettung der Videos in die Dokumentation können zumindest relevante Videos vorgeschlagen werden. Videoanleitungen, genau wie Textanleitungen, sind jedoch auch immer eine Frage der Zielgruppe. Erwartet nicht, dass jeder Endnutzer jedes Video ansehen will oder sogar gut findet. Manche Nutzer finden in Textanleitungen schneller das, was sie benötigen. Das sind besonders Experten. Anfänger wiederum sind häufig froh, durch eine neue Umgebung begleitet und in diese eingeführt zu werden. Für diese sind Videos also oft besser als Text. Pauschal lässt sich das aber natürlich nicht sagen. Ihr seht aber schon, dass sich der Einsatz von Lernvideos wie Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einer Benutzerdokumentation lohnen kann. Der höhere initiale Aufwand bei der Erstellung des Videos wird durch bessere Ergebnisse der Endnutzer aufgefangen.